Steven, was hast du denn da? Die Stoffe aus Japan sind da! Juhu! Hallo ihr Lieben! Hallo! Ich bin heute mit Danja wieder durch den Laden gelaufen, ganz umtriebig und haben wunderschöne Stoffe entdeckt. Danja kann da mehr dazu sagen, und zwar... Ja genau, japanische Designerstoffe, die sind brandheiß, brandneu bei uns eingetroffen. Ja, also einer meiner Lieblingsstoffe, Steven, komm mal ganz nah ran, total süß, diese kleinen Bärchen und die Dreiecke, die jetzt im Moment total in sind. Ich versuche euch zu halten. Voll süß. Dann der Stoff, den finde ich auch ganz, ganz besonders. Das ist jetzt eine ganz feine Baumwollware. Das Schöne ist ja auch das Vögelchen, das ein bisschen so hervorgehoben ist. Genau, schau mal, das ist silbern. Ich weiß nicht, kriegen wir das drauf? Ich hoffe es. Ach, jetzt ja. Genau. Mit so einem Schimmern, mit so einem glänzenden Schimmern. Und es ist ein ganz sanft fließender Stoff. Jetzt wäre auch mal was Schönes für ein Kleid oder für ein Oberteil. Also macht sich bestimmt super gut. Dann hier auch, vielleicht kannst du ein bisschen näher herkommen. Vögelchen nochmal hier mit diesem Chevron-Muster, das ja auch jetzt sehr gefragt ist, aktuell ist. Und ach, hier, der würde dir gefallen. Mal, genau. Das wusste ich gleich, genau. Total schön. Der Mops mit Krone, auch irgendwie total verrückt. Dann mal was größer gemustertes. Ach, den finde ich auch total klasse. Schau mal hier, vielleicht sogar als Vorhangschal finde ich den auch total klasse. Ja, ja. Also richtig tolles Muster, ein bisschen grafisch gehalten. Auch der hier ist super schön, ja. Auch wieder mit so Silbereffekten drinnen. Und wieder die Dreiecke. Ja, genau. Und ja, den da hier, den fand ich auch total besonders. Schau mal, der ist so irgendwie wie gezeichnet, oder? Was meinst du? Irgendwie wie so eine Zeichnung. Auch diese Vögelchen total verziert. Voll schön. Hatte ich auch das fühlt sich auch wirklich total schön an. Ich kann mir jetzt so ein Kuschelkissen auch drin vorstellen. Ja, ja, genau. Oder ein kleines Täschchen oder sowas. Und schau mal, Steven, was sagst du zu dem? Der gefällt dir bestimmt auch. Ja, ist sehr speziell. Ich würde aber es ist so eine Candy World oder sowas. Ist das echt klasse. Genau, oder so ein kleines Kistchen noch. Ach, wunderschön. Und ganz, ganz den fand ich halt bezaubernd. Auch ja, so für Kinder. Absolut, und so. Ja. Genau, also auch auf, genau. Traumhaft. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind wie so Tropfen, vielleicht so Regentropfen. Der Bär hat ja auch einen Regenschirm in der Hand. Also... Ja. Eigentlich total putzig. Total bezaubernd, genau. Ja. Und die Stoffe sind jetzt aus Japan. Genau, die kommen direkt aus Japan, haben auch eine extrem lange Lieferzeit. Also wir haben die vor einem guten halben Jahr auf der Kölner Messe entdeckt, auf der Kreativmesse. Und da hieß es, also wir waren total begeistert, dass wir den Stand schon gesehen haben. Wir wollten gar nicht mehr gehen, wir waren richtig im Bestellrausch. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Teil der Stoffe. Die anderen tröpfeln so nach und nach ein. Ihr müsst einfach mal auf unserer Webseite schauen. Und also wir waren total hin und weg. Wunderschöne Sachen, einfach besonders und jetzt nicht nur Kindermotive, wie man das ja sonst kennt, sondern auch richtig was für Erwachsene. Also das hier zum Beispiel oder auch dieser Vögelchenstoff und noch was, den wollte ich auch nicht verenthalten. Muss ich jetzt einfach zeigen. Hier, den finde ich nämlich auch total cool in diesem Petrol. Ich halte auch noch verkehrt rum. Steve, du musst mir helfen. Ja, ich halte die Kamera. Ja, ach so, ja, okay, na gut. Hier der. Oh ja, klasse. Der ist auch irgendwie total witzig, ja. Hier mit dem Schirm und diese Farbe einfach total genial. Also, wem diese Stoffe gefallen, der kann gerne mal unter www.meine-stoffe.de schauen. Da haben wir extra die Kategorie japanische Designerstoffe und da findet ihr diese Stoffe und noch viel mehr. Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Nähen.